Ich zeige euch heute Banana Bread Muffins mit Kardamomstreusel obendrauf. Dazu braucht ihr drei echt reife Bananen, ein bisschen Natron, Salz, Zucker, ein Ei. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr Vanillepaste oder Vanilleextrakt benutzen wollt. Dann haben wir hier Mehl und Schokostreusel. Das wäre alles für den Teig. Und hier drüben haben wir die Streusel, da komme ich gleich zu. Und wir brauchen geschmolzene Butter. Als allererstes schält ihr eure reifen Bananen, gebt die auf den Teller und dann squischt ihr die mit einer Gabel. Gebt ihr die gematschten Bananen in eure Rührschüssel und dann die geschmolzene Butter dazu. Jetzt kommt eine Prise Salz, ein Teelöffel Natron. Jetzt mixt ihr wieder und während dem Mixen gebt ihr jetzt den Zucker, das Ei und Vanilleextrakt noch dazu. Scheiße. So, und jetzt nehmt ihr euren Eisportionierer. Ich nehme den kleinen und mache jeweils immer zwei in jede Backform und portioniere hier den Teig rein. Die stellen wir jetzt erstmal auf die Seite und machen weiter mit den Streuseln. Also, das ist brauner Zucker mit Salz und kalter Butter und Mehl. Und jetzt kommt noch circa ein Esslöffel Kardamom dazu. Da dürft ihr nicht rumgeizen, damit man das auch schön schmeckt. Und jetzt einfach mit der Hand Streusel machen. Die Streusel gebt ihr jetzt oben auf die Muffins drauf. Und die backt ihr jetzt bei 175 Grad für circa 30 bis 40 Minuten. Dann müsst ihr selbst einfach mal gucken, wie schnell euer Ofen ist. Nicht, dass sie euch hinterher verbrennen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr die Banana Bread Muffins zu Hause mal nachbackt. Wenn dem so ist, dann nehmt ein Foto auf und postet es auf meine sozialen Medien mit dem Hashtag Lily's Cupcakery. Ihr backt das schon. Und wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.